scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Auch der Clown. Und zwar, es ist so, dass ich irgendwann, da war ich damals so 20, 22 Jahre alt, wurde ich von meinem Chef bei der Einführung im Beruf als Clown bezeichnet. Ich war beleidigt. Wie kann mich jemand als Clown bezeichnen? Das hat eine Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, welche Bedeutung seine Worte hatte. Und heute mit Jean-Marie bin ich noch stolzer, selber Clown zu sein. Und ich glaube, dass Jean-Marie auch noch eine schöne, kurze Geschichte, mindestens eine für uns hat, oder Jean-Marie? Gerne. Ich habe noch eine schöne Geschichte, und die uns vielleicht zum Nachdenken bringt, weil die Welt ist so laut und die Menschen reden zu viel. Also die Geschichte geht über einen weisen Mann, ein weiser Mensch, ein Redner, ja, der ein echter Clown, also ja, ein Weißclown, kam mit seinem Begleiter in eine Stadt, um zu lehren. Bald gesellte sich ein Anhänger zu ihm und sagte: Herr, in dieser Stadt geht die Dummheit ein und aus. Die Bewohner sind halsstarrig. Hier möchte man nichts lernen. Niemand will sich impfen lassen. Du wirst keines dieses steinernen Herzen begeistern. Der Weise antwortete gütig: Du hast recht. Bald darauf kam ein anderes Mitglied seiner Fangemeinde und freudestrahlend auf den weißen Mann zu: Herr, du bist einer der glücklichsten Menschen, weil in dieser Stadt ist die glücklichste Stadt. Die Menschen sehnen sich nach der rechten Lehre und öffnen ihre Herzen deinem Wort. Alle sind auch geimpft. Der weiße Mann lächelte gütig und sagte wieder: Du hast recht. O Herr, wandte da der erste Begleiter ein. Zu den ersten sagtest du, er habe recht. Zu dem zweiten, der das Gegenteil behauptet, sagst du auch, er habe recht. Schwarz kann doch nicht weiß sein. Der weiße Mann erwiderte: Jeder Mensch sieht die Welt so, wie er sie erwartet. Wozu soll ich der beiden widersprechen? Der eine sieht das Dumme, das Böse, der andere das Gute und sucht nach der Wahrheit. Würdest du sagen, dass einer von den beiden etwa Falsches sieht? Sind doch die Menschen hier wie überall böse und gut zugleich. Nichts Falsches, sagt man mir, nur Unvollständiges.